Leute, hier ist wieder Sebastian bei KidsTube, der Kanal von Kinder für Kinder. Mann, Leute, heute fahren wir nach München bei dem vierten Daily Vlog und heute grüße ich auch direkt einen Typen, der heißt jetzt, Jordi. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, du bist gegrüßt und ich wünsche dir einen schönen guten Tag. Und euch natürlich auch. Und ja, kommt einfach mit. Leute, jetzt sind wir auf dem Weg zu den Lochis. Rechts abbiegen. Nein, Ludolfs. Ludolfs. Nochmal. Ist egal. Ja, Leute, jetzt sind wir auf dem Weg zu den Ludolfs. Vielleicht kennt ihr sie noch von früher. Und ja, links abbiegen auf K1. Brauchen noch 8 Minuten, dann sind wir schon da. 38. Leute, wir sind jetzt hier bei den Ludolfs. Erkennt ihr vielleicht? Wir wollen noch mal auch sagen, was über deinen YouTube. Brauchst du das? Da mache ich keine Werbung für. Kannst du auch auf meinen YouTube-Kanal gucken, Manni Ludolfs Kanal. Da kommt mehr Schrauber-Sachen drauf. Alles klar, machen wir auch. Gucken wir. Hallo, das machen wir erst ein Video und dann machen wir Fotos. Hallo, schönen guten Tag. Und dann komm mal her. Du hast einen geilen Video, YouTube-Kanal. Wie heißt er? KidsJuice? Habe ich falsch gesagt? Tschüss. KidsTube. Ach so, Alter. Kids Tube. Hab ich doch gesagt. Oder gedacht. Fast wie Ketchup. Oh. Fast wie YouTube, nur KidsTube. KidsTube. Jetzt wissen wir es. Nochmal wie? KidsTube. Guckt euch mal an. Er war das hier gewesen. Der Papa steht vor der Kamera. Ja, richtig. Und so ist es. Und jetzt machen wir ein paar Fotos, richtig? So machen wir das. Ja, genau. Da legen wir vor. Ciao, ciao an euch alle YouTuber. Genau, richtig. Ich lasse die Kamera einfach laufen. YouTuber ist das kleine Fernseher und mein selber Programmdirektor. Findest du es nicht? Wie viele Videos hast du schon drauf? Über 100, so ein bisschen. Ja, dann nicht so besser. Ich habe über 90, glaube ich, oder an die 90. Ich glaube, wir haben gerade jetzt das 100. Video. Sehr gut. Nee, das oder 100. Über 100. Gratulation. 100, ich komme erst in ein paar Wochen auf die 100. Und wie viele Abonnenten? Das ist natürlich ein paar mehr, ne? Weil viele wissen nicht davon. Ich habe erst 7000. So und so viel, wenig, aber ich habe in kurzer Zeit über 660.000 Klicks, in kurzer Zeit, okay. Weil ich nur kurz drin bin. Ja, so weit sind wir, also er ist jetzt, wie weit bist du, glaube ich, bei 26.000 Klicks und 260 Abonnenten. Da kommt alles. Ist doch schon mal was. Ja. Und wie heißt dein YouTube-Kanal nochmal? Manni Ludolfs Kanal. Manni Ludolfs Kanal. Ist aber ja was für Schrauber. Ja, aber ich bin ja auch, also ich bin auch ein Autofreak. Und du? Noch nicht. Nein, ja. Klar. Motorsport. Oder eher Fußballfan. Nee, mehr tanzen. Tanzen ist auch gut. Was haben wir abgetanzt? Seit Alter, mit 9 Jahren bin ich schon durch die Welt gereist. Da haben wir einen ersten Mercedes gehabt. Was mache ich? Was haben wir in den Diskuskerne gemacht? Ich schon ab. Was? Wo ging ich in den Diskus immer rein? Die Diskothek. Was, wenn wir einen Auftritt hatten mit dem Ding? Ach so, in ja. In die Käfige. In die Käfige, ja, da gehört es rein. Ja, ja, da kann man mich immer halten. Schulkäfig. Hallo, Herr Du, Affe, richtig? Ja. Nee. Na gut. Ja. Okay, dann machen wir mal. Ah, hier haben wir doch da. Guck nochmal hier, da hier, haben wir genau. Noch den Kanal. Hier haben wir den Kanal. Genau. Hier könnt ihr draufschalten. KidsTube. KidsTube. Hab ich richtig? Ja. Genau. So. Jetzt wollen wir los. Ciao, ciao. Gut, wa? Dann können wir auch noch ein bisschen was schaffen. Genau, viel ciao. Spaß noch. Tschüss. Ciao, ciao. Schön zuschmeißen, die Tür. Aber Jörg, dann muss die noch. Du musst mit raus. Tschüss. 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 Ja, moin. Ja, moin. Wir haben ja richtig viel lustiges Zeug geredet, wo ich das meiste gar nicht verstanden habe. Ja.
Ja, das waren jetzt die Ludolfs. Die Hälfte habe ich zwar nicht verstanden, aber trotzdem war lustig. Ja. Und was machen wir jetzt? Wir fahren jetzt nach München und holen noch im Auto die drei Fragezeichen. Und ja. Und los. Kurz darauf hebte die Yacht ab und steuerte direkt auf die Küste zu. Nach etwa einer halben Stunde kehrte die Rayleigh zurück, den ausgelassenen Stimmen nahe zu. Später hörte Justus sogar einen Sektkauen in der Festung. Hey Leute, jetzt sind wir in Taubers Bischofszeit. Kann kein Deutsch, sorry. In Tauber Bischofs, oder wie das heißt, Heim und gehen jetzt am See baden. Und ja, kommt auf jeden Fall mit. Okay, Leute, es wird also eine kleine Challenge, weil das Wasser, also das hat mein Papa wenigstens gesagt, mir Angst zu machen. Das Wasser ist eiskalt. Und damit meint mein Papa eiskalt. Och, scheiße. Meine Geräusche, sorry. Oh nein. Nein, nicht loslassen. Ja. Wenn es nicht, habe ich noch das Vergleich. So, jetzt. Jetzt kannst du alleine. Nee, das ist... Warte, geht so. Okay. Meine Hose ist klitschnass, aber das ist mir in dem Moment egal. Das blubbert. Ich schwatze nicht. Okay, Leute, das war eine super Abkühlung, obwohl die eigentlich nichts gebracht habe, weil sie eh schon kalt ist. Ja, heute war echt ein heißer Tag, muss ich sagen. Weg damit! Ja, heute sind wir noch nicht nach München gekommen, aber nach Oppenburg auf der Tauber. Ich kann es nicht aussprechen. Applaus für den Basti. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mal einen Daumen hoch. Kein Dislike, abonniert meinen Kanal. Folgt mir auf TikTok, Instagram und Facebook. Und tschüss! Ach ja, das habe ich noch ganz vergessen. Nehmt auf jeden Fall noch auf den T-Shirt-Gewinnspiel bei, weil das ist nur jetzt für 3 Wochen oder 2 Wochen noch. Und macht auf jeden Fall mit, gönnt euch das T-Shirt, also vielleicht gewinnt ihr ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück. Schreibt den Urkunft von diesem FCK irgendwas in die Kommentare. Und ja, dann ist jetzt Schluss. Nochmal, ciao, ciao. Ciao, ciao an euch alle YouTuber. Genau. Richtig. Ich lasse die Kamera einfach laufen. Weil YouTuber ist das kleine Fernsehen und mein selber Programmdirektor. Findest du es nicht? Wie viele Videos hast du schon drauf? Über 100, so ein bisschen. Ja, dann nicht so besser. Ich habe über 90, glaube ich, oder an die 90.
Ich glaube, wir haben gerade jetzt das 100. Video. Sehr gut. Über 100. Gratulation. Sogar. Ich komme erst in ein paar Wochen auf die 100. Und wie viele Abonnenten? Das ist natürlich ein paar mehr, ne? Weil viele wissen nicht davon. Ich habe erst 7000. So und so viel. Wenig. Dran. Aber ich habe in kurzer Zeit über 660.000 Klicks. In kurzer Zeit. Okay. Weil ich nur kurz drin bin. Ja, so weit sind wir. Also, er ist jetzt, wie weit bist du, glaube ich, bei 26.000 Klicks. Und 260 Abonnenten. Da kommt alles. Ist doch schon mal was. Ja. Und wie heißt dein YouTube-Kanal nochmal? Money Luders Kanal. Money Luders Kanal. Ist aber eher was für Schrauber. Ja, aber ich bin ja auch ein Autofreak. Und du? Noch Autofreak? Nicht. Nein, ja. Klar. Motorsport. Oder eher Fußballfan? Nee, mehr Tanzen. Tanzen ist auch gut. Was haben wir abgetanzt? Seit Alter, 9 Jahre bin ich schon durch die Welt gereist. Da haben wir erst Mercedes gehabt. Was mache ich? Was haben wir in die Diskuskerne gemacht? Ich schon ab. Was? Wo ging ich in die Diskus immer rein? Die Diskothek. Was, wenn wir einen Auftritt hatten mit dem Ding? Ach so, in ja. In die Käfige. In die Käfige, ja, da gehört es rein. Ja, ja, da kann man mich immer halten. Das Schulkäfig. Wow. Hallo, Herr Du, ach, richtig? Ja. Nee. Na gut. Ja. Okay, dann. Machen wir mal. Ah, hier haben wir doch da. Guck nochmal hier, da hier, haben wir genau. Noch den Kanal. Hier, hier haben wir den Kanal. Genau. Hier könnt ihr draufschalten. Genau. KidsTube. Hab ich richtig. Ja. Ja. Richtig. Und wie er sagte, der Uwe hat ihm gerade gesagt: Hey, guten Tag, kleines Mädchen. Ich, Junge, ich müsste ja auch dein Mädchen. Das ist auch dein Kanal. Ja. Du musst immer waschen, die stehen nach Dreck hier. Erwin, du. Erwin, dein. Guck mal an. Er sagte, früher hat er Dunkelhaar, das hat er. Weißes Haar durch den Schnee. Es schneit ja heute. Mal, in meinem Alter hast du Glatze. So. Vom wegen. Ich bin ja auch nicht viel 12 Jahre jünger. Ja, da ist es trotzdem eigentlich. 12 Jahre? Ja, ich bin froh, dass ich 12 Jahre jünger bin. Auf jeden Fall. Früher war es natürlich genau das Gegenteil. 12 Jahre, er konnte Auto fahren. Ja, das ist ich natürlich durfte besser, nicht im Verkehr, ja. Aber trotzdem ist man gefahren. Aber dafür liebst du 12 Jahre länger. Das ist nicht gesagt. Ja, das ist nicht gesagt. Kannst du das sagen? Ich kenne Leute. Wie zum Beispiel mein Onkel, wird jetzt 91 diese Woche. Manni? Nein. Nicht, der ist dein Bruder, der ältere Ach so, Bruder. Der ältere Bruder. Ja, und ich werde genau 3 Tage später auch schon 57. 57? Ja. Oh. Er wird 68. Wow. 28. 68. Was ist Alter? Du kannst nie sagen, deswegen sollte man jeden Tag leben. Man weiß nicht, wie alt man wird, richtig. Euer Onkel ist dort, Manni ist auch in Hamburg, ne? Lebt der ist ein Hamburger, ist ein glücklicher Deutscher, Hamburger. Ja. Der wohnt direkt, aber das soll ich dann immer sagen, er wohnt direkt an der Friedhofsmauer, Ohlsdorfer Friedhof. Ach, hat seine eigene Familie, er geht da gerne spazieren, weil das ist nicht normaler. Er sucht sich schon ein Grab aus, sagst du. Nee, da habe ich nicht gesagt. Das ist der größte Waldfriedhof in ganz Europa. Nicht in Rom, der ist größer. Es hat gleichzeitig 7 Beerdigungen können stattfinden und glaube ich, 13 Kapellen und 4 Buslinien. Wollte ich gerade sagen, eigene Buslinien. Ich war auch drauf, ich war überzeugt. Ja. Ich wollte aber nicht da bleiben. Ja. Meine Oma liegt leider auch da. Ja, und auch verschiedene Hans Albert. Und was ich nicht wusste, wo wir das Grab dann gefilmt haben von Hans Albert, weil man wollte die Ehre finden, die ganz großen geben Hamburger, Hans Albert natürlich. Klar. Hans Erd liegt ja auch irgendwo weiter hinten. Aber da liegt auch ein Ludolf in der Nähe. Wussten wir nicht. Echt? Ja, haben wir gefunden. Ja, könnte sogar Verwandte sein von uns. Aber wisst ihr nicht. Also, wir wissen es. Wir haben so viele Verwandte. Der Vater hat 18 Geschwister gehabt. Ja. Oh. Ja. Ui. Großfamilie. Die hatten noch kein Fernsehen. Die hatten Hobbys. Die hatten andere Hobbys. Ja. Und ihr wohnt doch hier gleich um die Ecke oder sowas, ne? Ihr habt doch hier ein Haus irgendwie. Er wohnt hier, ich habe 25 Kilometer. Und wie gesagt, bleibt bei den Hobby tanzen. Tanzen, denkt man, ist scheißegal. Wenn du einmal tanzt, macht es richtig Spaß. Ja, vor allem ist das ein Magnet für die Mädels. Natürlich. Ja. Und die langen Haare, ja. Na klar. Ja, richtig. Bei Manny laufen die Mädchen alle weg. Ich habe meine Frau, ich bin glücklich, aber genießt dein Leben. Manny steht ja auf Frauen, die was heckig quadratisch. Ist doch egal. Tanzen macht Spaß, stimmt das. Liegt ja gut im Speck drin, ne? Ach du, was, du bist neidisch. Du bist neidisch. Das ist doch egal. Wenn man einmal den richtigen gefunden hat, dann ist man treu. Gibt es noch Nachwuchs? Alles geplant. Da kommt nur ein Wasserdampf raus bei Manny. Hey, er ist groß und lästern. Genau wie dein. Motorsport. Reden wir drüber oder lassen wir? Lassen wir. Das können wir ja machen, Motorsport, da war die. Ja, da war doch irgendwie so ein Rennen, ne? Irgendwas welche Rennen? Meinst du die von Stefan Raab? Ja, von Stefan Raab. Da war doch irgendwie. Ich habe 8 Jahre mitgedacht. Ja. Irgendeiner hat doch da verloren oder so, ne? Ich habe auf jeden Fall die ersten Rennen dann nur noch gewonnen. Siehst du, Mädchenklasse, aber jede Klasse gewonnen. Aber das Wichtigste ist, man hat harte Gegner,
Aber es hat viel Spaß gemacht. Ich komme, weil ich weiß, weil Fernsehen kommt. Und da muss es sauber sein. Ja. Okay. Gut, alles dann klar. Wollen wir gar nicht mehr lange stören. Und guck deinen Kanal, ja. KidsTube. KidsTube, genau. Siehst du, ciao, ciao, mach's gut. Vielen Dank. Tschüss. Hast du vielleicht noch ein Autogramm oder so? Da musst du das mitkommen, kriegst du auch Autogramm. Ja, machen wir das auch noch. Ja. Dann gehen wir doch noch mal kurz. Spaß am Leben haben und Spaß am Tanzen. Auf jeden Fall. Erst wenn du einmal hast, leckst du Blut am Tanzen. Ich tanze aber eher Freistil. Und du? Hip-Hop-Breakdance. Breakdance ist auch gut, habe ich auch mal. Ja. Breakdance habe ich mal gemacht, wo Jörg Milski, wo wir auch ein Lied mitgemacht haben, in der Sendung war Let's Dance. Ah. Und dann haben wir geübt, den Hangwatt-Style, Gamba-Style. Gamba-Style, ah ja, ja. Den haben wir da geübt, aber für den Sender. Und da Uwe, jeder hat irgendwas, ich musste mir die Finger mal küren lassen und der Uwe wurde in hart. Ah. Ich habe es mir ja ausgesucht. Ich lass mir die Finger machen, lieber. Lass dich nicht so... Das tut weh. Das kriegt er nicht mehr aus. Wie viele Autogrammkarten braucht er? Für Mama, für ihn, das? Drei, ja, oder vier? Drei Stück, ja. Kriegt er drei Stück. Ja, das ist immer Spaß am Leben haben. Wichtigste, Schrauben. Auf jeden Fall. Ja, gestern war der Golf fällig. Axtträger gewechselt. Okay. Ja. Und das Schwarze ist auch euer? Ja, Fernwagen. Achso, das Fernwagen. Oh, ja. Für ein paar Tage. Ja, ihr habt ja immer wieder neue Autos, ne? Alte, neue. Alte, neue, ja, das meinte ich. Ja. Na, jetzt hat er... Er hat schlecht. Oder beziehungsweise das, was er möchte. Das will er nicht. Ah, er telefoniert. Ah ja. Das war was anderes. Und dann geht's gleich hin weiter. Ja, dann geht's jetzt weiter nach München. München ist schön. Ja. Was wollt ihr so da machen? Wir wollen uns die Filmstudios angucken. Ist sehr schön, aber auch dieses Museum, das riesig ist, auch sehr schön. Ja? Waren wir auch schon gewesen. Wir waren sehr viel in München, weil unser Produzent kam ja aus der Gegend, aus Wasserburg, Sommering. Ja. Ah ja, okay. Ist etwa 80 Kilometer entfernt von München. Ah ja, okay. Wunderschön, aber der war sehr talentiert, weil er wusste, wie die Ludolf funktionieren. Ja. Da war unser Jo Schröder. Sagt die Ludolf einfach frei, ohne Drehbuch, lass sie machen, da lass kommt machen, am Ende ja. was drauf. Da kommt einfach Beste. Kamera einhalten, der Rest ja, kommt von lässt, selber. Ja. Er hat ein Händchen dafür. Auf jeden Fall. Mhm. Ich habe mal ein Video von euch gedreht, das ist schon lange her, wo Tag der offenen Tür war, 2014. Ja, da war noch in der alten... Wie war das Telefon? Habe ich selber gesagt. Ja. Davor mit A wacht man nicht. Oh, das ist euer Büro hier. Schön kühl hier. Hier drin, ja. Hier kann man es aussehen. Ja, super. Vielen Dank. Aber draußen in der Halle ist wieder warm. Da musst du auch jeden Tag sitzen. Nein. Du musst ja vorbereiten, ein bisschen sauber machen, ein bisschen umändern, weil du hast ja vormittags die ganze Zeit Fernsehen hier. Ach so. Okay. Und irgendwie das stundenlang auf der Pelle. Ja. Wir sagen ja schon 90% ab, schaffst du ja nicht mehr alles. Nee, und wenn die dann Kasperlete abhaben, sagen wir es schon komplett ab. Ja. Kasperletheater brauchst du nicht machen. Da macht der Benni nur. Ne, ihr seid ja mittlerweile auch Profis da drin. Ne? Wir machen das ja mit der Schnauze. Ihr wisst ja ganz genau, der Benni schwätzt immer zwischen. Da muss man die Schnauze halten lernen. Ja, immer wenn einer erzählt hätte, macht er immer zwischen. Das ist furchtbar. Wenn wir auf der Bühne stehen, irgendwas machen, fängt der an zwischen zu quatschen. Dann sag ich mal auf die Bühne, Manni, halt endlich deine Schnauze. Das ist echt, der ist bescheuert. Ja, nee, ja. Aber. So ist das bei Brüdern. Nee, der hat so eine Angewohnheit. Wenn einer was redet, hat er einfach mal ausreden lassen. Der quatscht einfach dazwischen. Da macht man nicht. Der wird er niemals lernen. Der macht das, weil er der Ältere ist, meint er. Ja. Manni, hier, kennst du den? Und das war von dieser Bruder, genau. Ja, das, ich brauch den nicht, den. Nee, das mach ich nicht. Das ist ja klar. Ich mach den. Manni, das kannst du gar nicht mit anfangen. Na gut, dann würde ich ja gar nicht mehr. Okay, dann machen wir. Ciao, ciao nochmal. Ciao, tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Ich veröffentliche das auf YouTube und dann schicke ich euch mal einen Link. Kein Problem. Kannst du auf hier und schicken, dann gucken wir mal nach. Ja, auf, per E-Mail oder wie Kommt auch per E-Mail. Ja, weil du weißt ja, ich kenne mir damit nicht aus. Die Karte, ich habe kein drauf. Internet. Ja? Ich den Link, dann kann man gucken. Genau, und dann schicke ich euch das Video. Korrekt. Super. Ciao, alles ciao. Klar. Ciao. Ich brauche sowas alles nicht mehr. Tschüss. Ja, du lebst in der Vergangenheit. Heute braucht man Internet. Heute muss man das haben. Wer kein Internet hat, ist doch nichts. Ja, aber das ist die Zukunft. Mietwagen, ja. Urlaub. Alles. Natürlich, wenn ich Urlaub für die Zukunft suche oder irgendwas suche. Bis dahin bin ich kaputt. Lösche ich immer zwischendurch die Chronik. Ja. Du kriegst viel bessere Angebote. Auf jeden Fall. Ich habe manchmal bis zu 100 Euro Unterschied, wenn man die Chronik löscht. Ja, auf jeden Fall.
Du kannst so rausfahren oder so rausfahren. Das oder quer. Ist, ja, brauchst alles klar. Okay. Nee, ist doch gut. Super. Alles klar. Mach's gut. Dann schönen Tag. Tschüss. Wir kommen nächstes Jahr wieder. Tschüss. Ja. Und wenn du da berühmt bist, dann bringst du eine Autogrammkarte. Du hast eine Autogrammkarte bekommen von Manni. Haben wir. Ja, dann machst du uns auch welche. Mit dem dann bist du der Machen wir. Machen wir. Tanzen ist heute immer in und das ist auch die Zukunft. Weil nicht nur die Sänger, sondern auch die Tänzer werden immer gebraucht. Ja, auf jeden Fall. Weil es gibt Tanz bei Let's Dance. Da genau. Da wir auch schon ein paar Mal hin, aber ja. Irgendwann machen wir auch mal. Richtig. Und wie gesagt, heute wird immer mehr Tänzer gefragt, wegen die ganzen Musical und so weiter. Es wird nicht weniger Musical geben und so weiter. Tänzer werden immer mehr gefragt. Wann macht ihr denn mal Dschungelcamp? Das wäre doch, für euch das richtige Format, oder? Wollen wir versuchen mit zwei machen. Ihr beide zusammen. Ja, ja. Ganz einfach, ich sag nochmal die Kampfansage. Wir räumen den Dschungel dann auch. Wir haben gesagt, wir wollen das allererste Geschwisterpaar sein und so den Dschungel aufräumen. In der Hölle sind die Ludolfs, die machen den Dschungel zur Hölle. Das kann ich mir so richtig RTL vorstellen. RTL-Kampfansage haben wir schon gestellt. RTL mischen wir auf. 10 heiße Beats zu sein, richtig. Ich, ja. Und wir mischen RTL dann Der Dschungel ist der Teufel. Uns beiden schon. Wir schreiben uns auseinander. Also das kann ich mir richtig gut vorstellen. Weil wenn wir beide sind, dann ist der Dschungel... Dann ist der Dschungel platt. Das ist ja mal den Money wie Babys gemacht. Wenn du kleiner Pferd. Der kriegt sich hin und kommt über Wasser. Das kannst du dann ja am Dschungel machen. Kannst du das ja erklären. Ja, 5 Minuten danach ist da echt... die Hölle los. Weil man zwei lasst man nicht aufeinander. Nee. So und dennoch im Dschungel? Wenn wir einzeln sind, sind wir schön ruhig. Aber zusammen. Zusammen im Dschungel, das. Die anderen freuen sich dann. Ja, auf jeden die nehmen Fall. Sich den Schritt. Die gehen freiwillig. Ja. Ja. Ihr seid die Letzten. In der... Wir sind die Allerletzten. Tja. Ja, mal sehen. Aber ey, der Allerletzte. Vielleicht wird das ja nochmal was. Vielleicht. Wir haben momentan so viele Angebote. Ja, aber ja. Dschungel, das wäre nochmal so ja, zwei Wochen aus Australien. Ich sagte als Brüderpaar. Ja. Weil in keinem Dschungel, es sind ja zig Länder, gab es noch ein Brüderpaar. Ja, das war auf jeden Fall eine gute Idee. Ja, die ersten Verrückten. Ja, und überhaupt leckeres Essen gibt es da. Wenn die, das Hauptsache für eine dicke Frau dabei, dass sie sich waschen kann. Dicke und ich sind die ganzen Schmalen, was süß sind. Du Penner. ich hopp sie alle. Du kannst alle haben, ich hab meine, das reicht. Genau. Wenn man die richtige... Die wartet ja im Hotel. Die wartet dann ja im Hotel. Die wartet im Hotel, aber vielleicht bleibt sie zu Hause. Die geht nicht gerne vor der Kamera. Aber deswegen ist sie gefragt, weil sie ehrlich ist. Sie sagt, wenn einer sagt, da was, das sollst du machen. Macht sie nicht. Ja. Okay, ja. Mach auch, ich nicht. Ja, ist auch gut. Dickkopf. Aber die Leute von uns da haben, die einfach dann bleiben, wie sie sind. Und ich, hallo, das da und das mache ich. Nein, mache ich nicht. Mach ich gehe nach Hause. Ja. Richtig, Ehrlichkeit nicht immer. Die Frau lässt man zu Hause. Es gibt genug Frauen unterwegs. Ja, man nimmt ja auch keine Brötchen mit zum Bäcker. Ne? Ja, oder kein Holz mit dem Wald. Genau. Deswegen meine Frau lässt immer rein. Da sind zu viele heiße Miezen. Die brauchen wohl ja auch mal vernascht werden. Ja. Dann zum Beispiel, dann kriegst du ja auch genug Angebote, jeden Tag. Wenn du auf der Bühne schießt, am Musikauftritt, hast du immer 5-6 Mädchen, die ziehen sich nackig aus. Ob da 10 oder 20.000 Menschen stehen, das spielt keine Rolle. Ich bin ja kein Ferkelwiderruf. Nee, das hat ihr. Ich zeige nur mindestens, dann halte ich das Niveau nach oben. Ja. Ich sage immer, meine Frau wird geschont, das fängt durch die anderen Pop. Hey, du bist ein Alter. Das hast du jetzt nicht gehört, ne? So. Der noch aufgeklärter als du, oder? Wahrscheinlich, ja. Ja. Und weißt du was? Na? Tu niemals Halt an. Oh. Am besten jeden Tag eine andere. Aber einen Moment, da bin ich, da sind wir wieder anders. Wenn du die richtige jetzt gefunden hast, dann wärst du auf jeden Fall unter den Deckel gekommen. Ich sage immer herzliches Beileid, wenn du da heiratest. Dann bin ich auch herzlich Beileid und ich bin glücklich verheiratet. Und das ist gut. Du bist ja noch jung, dann kannst du dich ausleben, aber irgendwann, wie bei der Papa, kommt die richtige. Und dann macht es Wumm.